Hallihallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Final Fantasy XIV Realm Reborn. Ich habe gerade damit anfangen wollen, meine kleine Druidin zu leveln, habe die erste Folge oder den ersten Part quasi aufgenommen der Druiden-Quest-Reihen-Folge sozusagen. Der Stufe 5 Druiden-Quest oder die Stufe 5 Druiden-Quest aufgenommen. Dafür musste ich in den Nordwald. Und da bin ich gleich mal wieder zurückgegangen, denn als ich diesen Wald betreten habe, habe ich festgestellt, dass hier noch Quests sind. Und die möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten, deswegen ja, bin ich hier gleich mal hingelatscht und werde diese Nebenquests jetzt mal hier mit euch zusammen machen, ehe ich meine Druiden einfach weiterlevel und die Quests umgehe oder dann weiterfliege schon nach Ulta oder die Offscreen mache. Das möchte ich alles nicht, sondern das schon aufnehmen. Mache ich jetzt mit meiner Druiden, weil es, wie ihr gerade gesehen habt, Stufe 5 und Stufe 6 Quests sind. Für ihn sollen wir Schattenmilben töten, weil die Schokobos sehr nervös machen, die zum Scheuen bringen und Schokobos ziemlich sensibel sind dahingehend. So, was hast du? Ein Botengang. Okay, hier sollen wir einen etwas gefährlicheren Botengang auf uns nehmen. Vornehmen, wie auch immer, für sie durchführen. Für jemanden wie uns sei das kein Problem, sagt sie. Na, da bin ich ja mal gespannt. Gehe ich aber auch von aus. Er gibt uns dafür den Leinbeutel, den wir transportieren sollen, wenn ich das gar nicht verstanden habe. Oh toll, wir müssen einen stinkenden Leinbeutel zu einem Druiden tragen, bei dem ich gerade meine Druiden-Quest gemacht habe. Und er stinkt so gewaltig, dass ihm, während er dort saß, übel wurde. Toll! Die Quest heißt auch Stinkbombe. Großartig. Ich nehme die Folge gerade direkt auf, nachdem ich die Druiden-Quest, wie gesagt, gemacht habe. Wie ihr seht, die Druiden-Quest habe ich ja ohne Kamera aufgenommen, aber wie ihr seht, ich sehe ganz normal aus. So. Ich werde damit wahrscheinlich auch gleich weitermachen, aber ich habe die Folge ja ohne Cam aufgenommen. Weiß ich nicht, wollte ich irgendwie nicht. So, bitteschön, deine Stinkbombe. Ah, was für ein Duft. Sehnlichst gewartet. Großartig. Nom nom nom. Riecht ein bisschen streng. Aber nach ein paar Tagen verschwindet der Geruch von den Händen. Das ist ja großartig. Ha! Hier rennen auch gleich ein paar Schattenmilben rum, die wir für die eine Quest töten müssen. Deswegen machen wir das mal. Jetzt habe ich mich aus Versehen geheilt. Naja, auch egal. Wollte ich nicht eigentlich mit Stein anfangen? Na gut. So schnell habe ich mir meine Vornehmung schon wieder... Oder habe ich meine Vornehmung schon wieder vergessen. Oh, eins von drei Bestiariums-Einträgen. Wir müssen Schattenmilben fürs Druiden-Bestiarium töten. Tja, dann schlagen wir ja gerade zwei Fliegen mit einer Klappe. Obwohl wir fürs Bestiarium nur drei töten müssen und für die Quest sechs. Oh, stellt euch doch mal vor, solche fetten Spinnen würden bei euch zu Hause rumkrabbeln. Echt widerlich. So, Bestiarium ist fertig. Jetzt sind wir auch schon fast Stufe 6 und können schon beinahe dann noch die Stufe 6 Quest dort hinten, die wir noch auf der Karte hatten, annehmen und erledigen. Cool. Das hatte ich so mir vorgenommen. Ich werde dann auch, wenn wir jetzt in der Folge nicht sowieso schon lässig so weit kommen und hier schon lässig fertig werden, werde ich noch schnell in den Tiefenwald vorbeihuschen. Weil kann ja sein, dass dort auch noch Quests sind. Ich bin mir gerade echt nicht sicher. Ich hätte es... Weiß nicht, wir haben ja eigentlich... nichts im Tiefenwald gemacht, wenn ich mich recht erinnere. Wir haben da nur ein paar Mobs geklatscht für Level Up, für den Druiden und das war's eigentlich. Und wir haben die Boost-Predigt erhalten. Die Boost-Predigt ist ein sehr schöner Skill. Vor allem solange wir hauptsächlich kämpfen und nicht heilen. Die Boost-Predigt macht, dass unsere Intelligenz und unser Willenskraftwert getauscht werden.
Das ist jetzt immerhin, haben wir dann 37 statt 30 Intelligenz und unsere Heilzauber um 20%. Unsere Heilmagie um 20% verringert wird von der Effektivität, dafür aber unsere Angriffsmagie um 10% gesteigert wird. Unser Kätzchen war ein bisschen sauer, dass ihr nicht gesagt wurde, dass da Schokobodon drin ist, aber naja. Wie gesagt, in ein paar Tagen stehen unsere Hände ja nicht mehr. Und er wird uns Bekannten weiterempfehlen. Und er hat gleich noch eine neue Quest für uns. Mensch, das geht ja. Eine Stufe 6 Quest. Sein Ölläuse für ihn suchen in Gebüschen. So, haben wir hier noch mehr Quests? Wahrscheinlich die dort hinten, genau. Aber. Ah, doch, ich nehme die erstmal an. So weit ist das ja hier alles nicht. Wir müssen irgendwie da vorne auf diesen Turm hoch. Den Berg. Ja, ging noch ganz lässig. So, Paul Mont. Eine Wache bei der Etats Wachturm ist auf der Suche nach einem Abenteurer. Okay. Er hat eine endlose Liste an Aufträgen. Toll. Wir sollen Wegweiser für ihn säubern. Er sitzt hier am Feuer und langweilt sich und wir sollen Wegweiser für ihn säubern. Naja, machen wir das mal. Können wir hier gleich noch ein bisschen den Wald erkunden. Die Mückenschwärme werde ich offscreen töten. Und damit dann den Ruin weiter leveln. Das muss ich jetzt nicht onscreen machen. Onscreen mache ich jetzt nur die Quests. Okay. Wir reinigen Wegweiser, indem wir sie anschauen. Ich wünschte, das würde so leicht gehen bei mir zu Hause in der Wohnung. Ich glaube, auf dem Regal liegt immer noch Staub. Schade. Okay. Und noch ein verdreckter Wegweiser. Dass das eine Stufe 6 Quest ist, ich meine, da ist nichts Gefährliches bei, oder? Oder spawnt hier gleich noch ein Gegner? Ja. Nö. Davon können wir die Quest gleich abgeben. Wir müssen aber. Guck mal, da hat sich die Schattenmilbe auf den Baum gesetzt. Putzig. Wenn sie nicht so eklig wäre, wäre es fast putzig. Ja, wir müssen dann die Quest hier, das mit den Ölläusen, auch dort bei den Schokobo-Stellen abgeben. Deswegen mache ich das jetzt alles zusammen und gebe das dann auch zusammen ab. Oh, und Feldbereich. Was auch immer hier. Achso, die Opo-Opos waren die Aufgabe. Oh, ich bin am Strauch vorbeigelaufen. Ach da. Er steht neben dem Gebüsch. Hat er die Quest wahrscheinlich auch gerade gemacht, der Peter. Ich kann ja immer schön Virus aufklatschen, dann macht er weniger Schaden, der blöde Käfer. Ah, ich hätte auch mal Bußpredigt anmachen können. Ich glaube, das mache ich auch gleich an. Heilen müssen wir uns hier sowieso kaum. Achso, wir müssen dann die Ölläuse jetzt auch noch einsammeln. Ich trottel. Ich trotteliger Trottel. Ach, das mit den Ölläusen müssen wir dort am Turm abgeben und das, was wir am Turm bekommen haben, müssen wir im Stall abgeben. Ich verstehe. Na toll. Mein Plan ist nicht aufgegangen. Er ist so oft schon aufgegangen mit Yay, Quest zusammen abgeben, aber diesmal nicht. Ist wie mit der Kartoffel. Stirb Kartoffel. Heute nicht. So, Javana Jotzi. Ich habe die Wegweiser gesäubert.
Ich glaube, die hat gleich eine neue Quest für uns. Ja, die hat nämlich gerade was von Hornissentinktur geredet. Die dürfen wir ihr bestimmt jetzt besorgen. Nö. Opo-Opo sollen wir fangen. Okay. Mundtui-Bohnen haben die Opo-Opos geklaut. Und wir sollen die Mundtui-Säcke, Bohnensäcke zurückholen. Wenn die Opo-Opos aber so ausgehungert waren, wie sie gerade sagt, dann wird von denen wohl nicht mehr allzu viel übrig sein, schätze ich. Ah, diesmal bin ich falsch gelaufen. Beim ersten Mal bin ich ein bisschen besser herumgekommen. Naja. Viele Wege führen nach oben. Da wir dort vorne auch gleich das mit den Bohnen machen müssen. Ich meine, das hätten wir, wie ihr gerade gesehen habt, auch schon da unten machen können. Aber was soll's. Hauptsache Opo-Opos. Hier. Ja, ich habe was für dich. Schau mal her. Ölläuse. Freust du dich jetzt? Ah, der braucht das Öl zur Waffenpflege. Und freut sich selber den Nachschub, den wir ihm geliefert haben. Und der hat auch gleich eine neue Quest für uns. Mann. Eine Stufe 7 Quest, aber wir sind ja schon fast Stufe 7. Ein paar Ixal erschlagen. Ixal sind einer der wilden Stämme hier im Wald. Und deswegen sollen wir ein paar von denen jetzt, wie ihr es sagt, eine blutige Nase verpassen. Sollten wir hinkriegen. Aber jetzt gehen wir hier erstmal Opo-Opos töten. Natürlich hat jeder von diesen Opo-Opos jeweils einen so einen Sack dabei, aber ich weiß nicht so recht, ob ich hier Stufe 9 Opo-Opos töten möchte, wenn da unten Stufe 5 Opo-Opos rumrennen. Ganz ehrlich. Immerhin bin ich auch erst Stufe 6. Man muss es ja nicht übertreiben. Liebes Spiel. Klar, die Stufe 9er bringen mehr Erfahrung, aber... Und ich kann mich heilen, aber trotzdem. Irgendwie... Wenn sie jetzt Stufe 7 oder vielleicht noch 8, aber 9 sind halt echt schon 3 Level. Weiß nicht. Bin ich ein bisschen feige. Ich habe gerade eben so ganz klammheimlich irgendwann die Boost-Predigt angemacht, kurz nachdem wir... den Marienkäfer für die Ölläuse besiegt haben, habe ich es gleich angemacht. Ja, deswegen machen wir jetzt auch ein bisschen mehr Damage. Kann ich das ja mal zeigen? Da, jetzt haben wir 37 Intelligenz statt 37 Willenskraft. Ist echt ganz praktisch. Macht schon was aus. Und, ja. Solange wir hier irgendwelche kleinen Mobs töten müssen und nicht besonders viel heilen, außer vielleicht mal uns selbst, aber das ist ja dann meistens auch jetzt nicht gar so viel. Ist das schon ganz schön, die Boost-Speed anzuhaben. Kann auch später ab und zu ganz nützlich werden. Oh, wir haben schon alle Bohnensäcke zusammen. Cool. Natürlich hat jedes dieser Opo-Opos einen Bohnensack dabei. Da habe ich echt Glück gehabt. Abgeben müssen wir es da oben irgendwo. Ja. Oh, da sind noch mehr Quests. Stufe 7. Mein Gott. Mehr richtig zu tun. Und hier sind die Ixal, die wir töten sollen. Immer schön mit Steinen anfangen, damit das schön langsam zu uns rennt. Ah, hör ich dir auf. Okay, okay, okay. Ich habe mir die Quest vorhin nicht richtig durchgelesen, war jetzt etwas verwirrt kurz. Soll nicht 4 töten, sondern 6. Ich war gerade einfach verwirrt, dass noch so viele
so einen Kringel im Kopf haben. Ah, cool. Die Sturzschwinge ist auch gerade respawned und muss noch nicht bis irgendwo da hinten rennen. Und uns noch eine suchen, sondern können gleich die hier vorne wieder nehmen. Also ich glaube, das mit dem Vertreiben wird nicht so gut klappen. Die respawnen schneller, als ich sie töten kann. So, schön. Das muss es gewesen sein. Prima. Dann will ich jetzt aber trotzdem, wie ich das abgebe, ist ja völlig Rille, gehe ich jetzt lieber erstmal da hoch. Vielleicht schickt uns ja eine Quest nochmal hier runter. Boah. Da wollen wir noch nicht hin. Herbstkürbissee. Dann müssen wir... Das ist Stufe 30 Gebieten da hinten und alles. Das macht jetzt noch nicht so viel Sinn. Wir könnten natürlich den Eteriten schon freischalten, aber ihr seht ja, wie kurz der Weg von Alcredania bis dort ist. Das ist echt nicht der Rede wert. Da können wir auch irgendwann andermal nochmal hin. Wenn es dann soweit ist. So, hier oben ist noch ein kleines Lager. Das ist aus Stufe 50 auch recht wichtig, dieses Lager. Hier können wir erstmal einen Schokobo-Verleiher gleich anquatschen. Ja, machen wir auch mal. Hi. So, haben wir den freigeschalten. Hallo, Erdbeert. Erdbeere. So. Er will uns auf die Probe stellen, weil er uns nicht vertraut. Sollen 6 Mückenschwärme für ihn erlegen. So viel zu, ich mache das Bestiarium dann offline. Wahrscheinlich brauchen wir davon auch nur 3 fürs Bestiarium und 6 sollen wir jetzt für die Quest töten. Wieder mal 2 Fliegen, Mücken mit einer Klappe geschlagen. So, was willst du? Ja, ich liebe kleine Aufträge. Ich soll Leuchtpilze für dich sammeln. Und XL-Späher sind das Problem, deswegen kann sie die nicht selber sammeln. Na, du siehst mir aber sehr wie Stufe 50 aus. Bist du auch. Frisch die Zenit abgeholt. So, Dametta, wir haben hier deine Muntui-Bohnen. Ja, guck mal hier. Deine gestohlenen Bohnen und die armen Opus hungern immer noch. Alle sagen nur, die Muntui-Bohnen stinken zur Hölle, aber sie macht Milch draus. Sie labert hier noch ein bisschen über ihre Muntui-Milch und ihr Sohn hat letztens aus Versehen welche getrunken, ehe sie die mit Mikroschuhblättern verfeinert hat und bla bla bla. Und da ist sie eigentlich noch sehr eklig. Wie gesagt, diese Muntui-Bohnen stinken anscheinend auch bestialisch. Aber er hat nicht mal eine Miene verzogen. Waren für eine Wette und so weiter. Wir sollen jetzt noch Mikroschuhblätter für sie besorgen. Eben wegen der Milch. Die Milch. So, und das soll alles da vorne vonstatten gehen. Und da ist noch der Pilz. Aber ihr Lieben, ich denke, das mache ich dann erst in der nächsten Folge. Das zieht sich hier tatsächlich länger, als ich gedacht hätte. Für mich ganz schön, weil ich dann nicht nur stumpf über Fates und so leveln muss, sondern hier gechillt noch ein paar Quests machen kann mit meiner Druidin. Jetzt ist sie immerhin schon Stufe 7. Mal schauen, wie es weitergeht. Wir sehen uns gleich wieder. Ich werde gleich die nächste Folge aufnehmen. Immerhin will ich ja meine Druiden-Quest noch fertig bekommen. Also, damit wir dann irgendwann weiter können nach Uldar. Nämlich. Obwohl, je mehr Folgen ich jetzt aufnehme, desto mehr Zeit habe ich mit der Druiden-Quest fertig zu werden, bevor wir nach Uldar müssen, weil ich ja immer mehr Folgen bringe. Also, gar kein Problem. Oh, guck mal, der hatte gerade das Schokobo-Kostüm für sein Schokobo, genau wie unser Kleiner dort oben in der Ecke. Ja. Gut, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder. Ich mache hier gleich weiter und ich zoome schon mal auf den Aufnahmestoppen-Button. Ich könnte natürlich auch auf 12 drücken. Das wäre zu einfach. Also, bis morgen, glaube ich, ne? Die Folge kommt Samstag. Also, tschüss, ihr Lieben.